Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir Legends of Eidolon. Ihr seht hier, dass ich dir Sachen von der Nacht abholen könnt. Und ich zeige euch einfach mal meine simplen Stats von meinem Playtime bis jetzt. Und ich würde sagen, wir bringen mal das Eisen nach Hause. Jetzt können wir mal auf den zweiten Char wechseln. Ihr seht hier, dass ich die ganze Nacht gefühlt Holz gefarmt habe. Und ja, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen wegschmeißen, damit wir die wirklich wichtigen Dinge mitnehmen können. Okay, jetzt haben wir ziemlich viele Ressourcen, aber die müssen wir auch mal in der Stadt einlagern. Deswegen gehen wir auf unsere großen Chest und lagern alles Wichtige einfach mal ein. Nun gehen wir zum Ende und holen mal unsere produzierten Sachen ab, also diese Ziegelsteine da, die wir die Nacht produziert haben, weil die brauchen wir später auch noch für unser gutes Equip. Die Ziegelsteine lagern wir natürlich auch in unserer großen Chest ein. Als nächstes schicken wir den Scheifer mal was machen, ich glaube, ich lasse ihn mal ein paar Boden killen. Wechseln wir als nächstes mal wieder zu unserem ersten Char. Okay, für diese Axt brauchen wir jetzt diese Bricks, die produzieren, und diese Karotten. Schauen wir mal, ob wir die killen können, weil die sind schon ziemlich krass. Weil sonst würde ich jetzt erstmal mein Equip upgraden, aber es sieht ziemlich schlecht aus. Nee, das schaffen wir nicht. Zurück in der Stadt würde ich sagen, schmelzen wir mal unser ganzes Eisen ein und holen das Kupfer ab. Weil im Inventar nimmt das nur Platz weg und das brauchen wir später auch noch für unser ganzes Eisen-Equip. Nun, man kennt das ja schon, müssen wir mal alles wieder sofort in unsere große Kiste schmeißen. Die wird langsam echt voll, das ist schon ziemlich gut. Nun würde ich sagen, gehen wir ein bisschen Holz hacken. Okay, das war's. Ich würde sagen, wir müssen jetzt auch hier nochmal unsere Schmiede lernen, damit wir halt auch später hier auch mal auf Level 12 kommen, um diese Bricks zu produzieren, weil die brauchen wir echt sehr, sehr viel. Wir können ja hier mal einfach mal ein bisschen was upgraden. Genau. Dann werden wir mal ein bisschen hochgraden unsere Punkte. Okay, lassen wir unseren zweiten Char mal die ganze Zeit jetzt diese Früche killen, damit wir die Beine bekommen, unsere Schmiede abzugraden. Wir sehen ja jetzt hier, wir brauchen unbedingt diese Boring Bricks. Deswegen produzieren wir mal ein paar Nägel, damit das Ganze mal ein bisschen höher geht im Level, damit wir die auch produzieren können. Dafür, glaube ich, mache ich das Ganze hier mal ein bisschen im Zeitraffer, aber das dauert ziemlich lang, deswegen machen wir einfach mal einfach einen Timestep und guck mal, ob es funktioniert. Okay, bitte Level 12, bitte Level 12. Ah, shit, okay, jetzt aber. Und wir haben es endlich geschafft. Jetzt können wir das Ganze mal produzieren. Als letztes schicke ich meinen Char auch noch Holz hacken, damit er über die Nacht noch mal ein bisschen was produziert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich freue mich auch über positive Kommentare. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie rein und ciao!